Ladies and Gentlemen, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ride Sims 2 hier bei Kirmes aktuell. Ja, es gab ja bereits schon zwei Folgen von dem Simulator Ride Sims. Und zwar gab es schon Taron aus dem Phantasialand und Expedition GeForce aus dem Holiday Park. Beides echt schöne Simulationen, haben mir sehr gefallen. Und es gibt ja noch einige mehr zu testen hier bei Ride Sims 2 auf der Webseite. Nochmal, weil viele gefragt haben, ihr könnt einfach euch dort anmelden. Es ist ein Browser, also eine Webseite, wo ihr euch anmeldet, keine Simulation zum Downloaden und könnt das Ganze dann online spielen und euch auch mit Rangstatistiken mit anderen Spielern messen. Richtig, richtig cool und ist auch komplett kostenfrei tatsächlich. So, und heute schauen wir uns eben eine weitere Simulation an, auch eine, die ich tatsächlich schon in Real Life gefahren bin. Und zwar geht es heute um Baron 1898 aus dem Freizeitpark Efteling in den Niederlanden. Ja, eine schöne Achterbahn finde ich. Zwar nicht die längste von der Fahrt her, aber definitiv eine sehr, sehr schön thematisierte Achterbahn. Gerade auch mit einem Pre-Show-Raum, der hier eben auch umgesetzt wurde in dieser Simulation. Difficulty ist zwar dennoch easy, aber es gibt halt trotzdem ein bisschen was zu tun, dadurch, dass es eben einen Pre-Show-Raum gibt. So, und dann starten wir einfach mal direkt, schnacken gar nicht lang, denn es gibt mit Sicherheit wieder ein paar Minütchen Spielspaß jetzt hier für euch in dieser Folge. So, dann haben wir hier erstmal, oh, gleich Musik. Ah, ist das schön. Da kommt echt wieder Freizeitpark-Feeling auf. Nachdem die Freizeitparks ja doch echt scheinbar länger geschlossen haben, versuche ich jetzt immer mal wieder, so ich sag mal alle zwei Wochen ungefähr, wenn nicht sogar jede Woche, so eine Folge Ride Sims 2 hier hochzuladen. So, also wir haben hier einmal die Leertaste, die man lang halten muss für Boden senken und eben die Abfahrt dann. Dann der Boden nach oben ist einmal kurz die Space-Taste, also die Leertaste drücken, dann natürlich wieder die Türen schließen und öffnen mit Rechts- und Links-Pfeiltaste, E-Stop und Reset mit S und R gehalten. Dann die Bügel öffnen und schließen, Up- und Down-Taste. Dann die Pre-Show laden und starten ist Enter. Und Single Rider gibt es ja auch noch hier die Line, füllen mit 1 und 2. So, das war schon mal zur Erklärung soweit. Und dann legen wir doch direkt los. Mal schauen, ob die Lautstärke passt. Ich hoffe, die Lautstärke passt so ungefähr. Ich will sie nicht zu laut machen. Mal schauen, gerade wenn die Musik dann wieder kommt, wird es eh wieder ein bisschen lauter. So, dann aktivieren wir mal die Power. Führen wie immer unseren Reset durch. Ui, ding, ding, geht los. Dann müssen wir natürlich die Blockbremsen hier alle mal wieder aktivieren. Ne? Und unseren Lift nicht zu vergessen. So, und dann Modus normal. Und Open. Selbe Spiel wie eigentlich bei den anderen Simulationen. Also wenn man einmal so eine Simulation oder ein paar Simulationen gespielt hat, ist das Grundprinzip, wie sowas funktioniert, eigentlich ganz klar. So, wir können hier auch wieder den View wechseln. So können wir ein bisschen näher ran zoomen. Hier ist eben dieser Pre-Show-Raum. Die Warteschlange dann danach, die Warteschlange davor. Genau. Wir haben auch mehrere Züge. Mal schauen, ob wir sie dann brauchen werden, je nachdem, wie viele Leute jetzt hier gleich kommen. Man sieht schon hier an der Strecke, die Achterbahn ist wie gesagt nicht die längste, aber macht durchaus Spaß. So, wir haben hier schon die ersten Leute jetzt anstehen bei unserem Pre-Show-Raum. Ich hätte gesagt, wir öffnen gleich mal den Pre-Show-Raum. Die Leute sind drin, dann können wir es schließen. Oh, geil. Also mit der Musik schon wieder richtig cool. Gefällt mir schon wieder. So, und jetzt sieht man hier unten, die Show läuft jetzt hier eben ab. Ich ziehe mich mal eben wieder kurz wieder auf die andere Seite, damit ihr das vielleicht wieder ein bisschen besser seht, weil hier ist ja dann doch gar nicht so viel links wieder zu sehen. Das kommt immer auf die Simulation drauf an. Meistens ist es rechts, aber es gibt auch Sachen, wo es links ist und standardmäßig ist meine Kamera nämlich immer rechts. Deswegen habe ich es jetzt mal wieder umgestellt. So, also die Pre-Show läuft hier eben gerade noch. Jetzt können wir mal gucken, weil hier steht Dispatch. Ach so, wir müssen den Boden erst hochfahren, glaube ich. So, haben wir jetzt gemacht. Und hier stellen sich schon gleich wieder die nächsten Leute an. Richtig, richtig cool. Können wir auch noch einen Single Rider mit hinzufügen.
Das ist wirklich schön. Immerhin ein bisschen Freizeitpark nach Hause holen. Ich sag's immer wieder gerne. Aber in der heutigen Zeit, in der momentanen Zeit, ist das echt richtig, richtig schön, dass man wenigstens solche Simulationen hat, finde ich. So, die Pre-Show ist vorbei. Jetzt stehen hier die Leute an. Und wir können direkt mal die Gates öffnen. Beziehungsweise wir öffnen erstmal wieder den Pre-Show-Raum direkt, dass die Leute da reingehen. So. Dann schließen wir den. Die Show startet. So. Jetzt ist die Frage, wie können wir jetzt die Gates hier öffnen? Eigentlich mit den Pfeiltasten, meine ich, oder? Ah, wir müssen die Bügel erst öffnen. Da lag der Fehler. So, jetzt können wir die Gates öffnen. Die Leute nehmen Platz. Wir schließen die Gates wieder. Hoffe ich. Jetzt, ja, so, wir schließen die Gates. Bügel zu. Bügel schließen der Reihe nach. Ui, jetzt kommt aber hier langsam ein Ansturm. Ich sag's euch. Ey, da geht's jetzt ab. So. Bügel sind ja jetzt geschlossen. Das heißt, wir können starten. Und hier gibt es nochmal den nächsten Pre-Show-Raum im Endeffekt. Oh, ich erinnere mich an diesen Sound so gut, der ist richtig im Ohr geblieben. Und das funktioniert dann aber scheinbar alles automatisch. Also der Zug an sich geht dann automatisch los. So, aber ich glaube, es ist tatsächlich jetzt schon an der Zeit, einen Zug hinzuzufügen. Mal schauen. Achso, das geht wahrscheinlich gerade nicht. Mal schauen. Ah, vielleicht muss er erst den Lift oben sein. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Mal schauen. So, aber er fährt da schon. Das heißt, eigentlich müsste das doch jetzt gehen, oder nicht? Ah. Ja, aber das verstehe ich jetzt nicht. Muss ich schließen? Nö, muss ich nicht. Okay. Also, es kann nicht immer alles vorbildlich laufen. Mal schauen. Ich probiere es ja gerade selbst, aber irgendwie funktioniert das hier nicht wirklich. Muss ich es doch im laufenden Betrieb machen? Nö. Das ist komisch. Also, ich kann hier auf Add Train drücken, so viel ich will. Ah, ich muss auf Transferpause drücken. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, wieder was gelernt. Das ist halt doch in jeder Simulation dann irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Das ist halt das. Das macht aber es gerade auch so spannend, finde ich, die Simulationen. Okay, so, es heißt, der Zug ist jetzt da. Gut, dann können wir die Bügel öffnen. Hoffe ich. Ah, ich muss den Modus noch auf normal stellen. Jetzt hat. So. Ich muss den Boden auch noch hochfahren. Da, man merkt, die Simulation, obwohl sie easy ist, ist schon komplizierter. So, jetzt. Aber, so, jetzt sind die Leute ausgestiegen. Jetzt kann ich die nächsten Leute reinlassen.
Dann öffnen sich jetzt wahrscheinlich auch automatisch die Türen und die nächsten Leute kommen direkt mit her. Hoffe ich. Ah, ich muss die Show erst starten. So. Die Leute sitzen drin. Die Bügel sind zu. Das heißt, let's go. Jetzt habe ich den Bogen langsam raus. Jetzt funktioniert es langsam. Es dauert immer ein bisschen. Das kann natürlich nicht immer von gleich auf jetzt funktionieren. Aber jetzt muss ich sagen, habe ich den Bogen langsam ein bisschen raus. Jetzt habe ich es verstanden und jetzt spielen wir mal ein paar Runden. Ich versuche natürlich trotzdem die Folge wieder nicht allzu lang zu halten. Einfach von der Länge her, weil sich sonst die Leute das nicht anschauen. Aber wie gesagt, wenn ihr selbst Bock drauf habt, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr selbst die Simulation spielen. So, die Leute gehen jetzt alle raus aus dem Pre-Show-Raum. Die nächsten Leute gehen direkt rein. So, Bügel öffnen, Gates öffnen, die Leute steigen ein. Pre-Shadow starten, Gates schließen, Bügel zu, Schotten dicht, es geht los. Abfahrt. Ist geil. Ja doch, jetzt habe ich den Bogen raus und jetzt macht es auch richtig Spaß. Nur jetzt war das echt Simulationstyp easy. Ich frage mich, wie kompliziert es dann wird bei Hard. Bin ich gespannt. Werden wir demnächst dann auch mal machen bei Medium und Hard. Machen wir, versprochen. Es macht einfach richtig, richtig Laune. So, ich warte jetzt mal mit Bügel öffnen, mit Gates öffnen, bis die Show vorbei ist, weil wegen einer Person macht es, glaube ich, noch keinen Sinn. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Jetzt können wir öffnen. Die Leute nehmen Platz. Wir schließen die Gates. Wir schließen die Bügel. Ich frage mich, ob sich drei Züge wirklich lohnen jetzt hier bei der Simulation, weil ich muss sagen, ich komme mit dem Abfertigen tatsächlich gar nicht so hinterher, weil der nächste Zug kommt jetzt im Endeffekt schon gleich wieder. Gut, es würde schon wahrscheinlich gehen. Aber ich glaube, dann ist schon arg stressig. Ich finde den Soundtrack richtig episch. Ich bekomme da immer Gänsehaut-Feeling. Also eine schöne, schöne Achterbahn. Mag ich in Real Life auch sehr, sehr gern. War doch eines meiner Highlights in Öfteling. Auch wenn ich weiß, dass ich echt lange warten musste. Ich musste echt lang warten damals. Für so eine kurze Fahrt natürlich dann ein bisschen ein Stück weit deprimierend. Und das nur so am Rande aus Real Life gesehen. Aber an sich... Vielleicht mal so als Zwischenfazit. Ich finde die Simulation echt auch schön. Ist gelungen. Macht Spaß. Und ist natürlich schon auch sehr, sehr, sehr realitätsnah, detailgetreu an der echten Attraktion dran. Ich hoffe sehr, dass auf jeden Fall jetzt gerade auch in der Corona-Zeit natürlich noch einige Rides im Simulation mehr rauskommen vielleicht. Hoffen kann man's.
Wir haben jetzt schon 36 Punkte, jawohl. Ja, irgendwann demnächst werde ich, denke ich, auch mal einen Livestream auf Kirmes aktuell machen, wo wir dann einfach Games zocken. Sei es das oder sei es der Coin Game. Einfach ein bisschen entspannten Livestream. Einerseits ist, muss ich ja sagen, es ist echt schön, solche Simulationen jetzt spielen zu können. Andererseits natürlich macht es den Schmerz ein Stück weit tatsächlich, finde ich, ein bisschen größer auch. Also die Sehnsucht nach Freizeitparks endlich wieder. Ich hoffe ja, dass es eventuell dieses Jahr noch möglich ist, irgendwann mal wieder in Freizeitparks zu gehen. Es bleibt abzuwarten, mal schauen. Ich bin gespannt. Ich muss sagen, das war jetzt aber eine schnelle Abfertigung, ey. Das war jetzt echt eine schnelle Abfertigung. Ich glaube, wir müssen unseren dritten Zug noch mit herholen. Holen wir den dritten Zug noch mit rein. Spielen wir noch schnell ein, zwei Ründchen mit drei Zügen tatsächlich. Okay. Das passt wieder. Und dann können wir die Leute wieder reinlassen hier. Wir schließen die Türen, schließen die Bügel und auf geht's wieder. Ich fühle mich trotzdem immer so ein bisschen, ich könnte jetzt rekommandieren, weißt du, was ich meine? So, Bügel schließen. Achso, erstmal Gate schließen natürlich. So, und jetzt geht's ab. Jetzt gehen wir Gas. Bügel schließen. Ja, jetzt habe ich den Bogen raus, jetzt wird es eine Massenabfertigung. Ja, jetzt merkt man aber auch mit den drei Zügen, das geht schon, dadurch, dass man ja nochmal die Pre-Show mit drin hat. Darf man nicht unterschätzen. Ja. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiterspielen. Spielprinzip ist jetzt, denke ich, klar. Ich hoffe, ihr habt es auch halbwegs verstanden und ich konnte es euch ein bisschen erklären und zeigen. Das ist ja immer auch der Sinn dieser Videos natürlich. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter zocken. Hoffe natürlich, dass euch die heutige Folge Ride Sims 2 gefallen hat. Heute von der Simulation Baron 1898.
Lasst mich wissen, schreibt sie in die Kommentare, zeigt anhand von Bewertungen und dann sehen wir uns mit Sicherheit bald zu einer neuen Folge Ride Sims 2 hier bei Kim ist aktuell wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut.